Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Maximilian Matera ist in Córdoba ausgeschieden. Urheberrecht Getty Images. Maximilian Matera muss beim Turnier in Córdoba bereits nach der ersten Runde die Segel streichen. Gegen einen Slowen hat der Deutsche keine Chance. Tennisprofi Maximilian Matera ist bei seinem vierten Turnierstart in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal an seiner Auftakthürde gescheitert. Der Weltranglisten 76. aus Nürnberg unterlag in der ersten Runde des ATP-Turniers in Córdoba, Argentinien, dem 11 Ränge besser klassierten Slowen Aljas Beden mit 3:6, 4:6. Matera ist der einzige deutsche Starter bei dem mit $589.680 dotierten Sandplatzturnier.